Ich habe nicht gespeichert. Okay, hier hängen wieder ein paar Leute rum. Die Kamera ist gerade nicht praktisch. Dann gehen wir doch mal direkt in den Boilerraum. Nee, warte mal, machen wir gar nicht. Munition und so. Wow. Oh, ich weiß, jetzt wird's ätzend. Ich weiß nämlich, was jetzt kommt. Und hier kann man sich richtig ekelhaft verbauen. Deswegen würde ich sagen, ich gucke ganz kurz mal an mein Handy. Und sag euch dann gleich die Lösung. Also, bis gleich. So, ich habe nach mehreren Googeln ein bisschen was gefunden. Ich soll jetzt das linke Ventil einmal nach rechts drehen. So. Nach links. Man kann sich hier nämlich so unendlich ekelhaft verbauen. Das Ventil nicht mehr weiter drehen. So. Und das rechte Ventil zweimal nach links. Yeah. Ich hoffe, das ist richtig. Weil sich halt beide drehen, das ist halt so richtig gemein. Was? Das linke Ventil einmal nach rechts, das rechte Ventil zweimal nach links. Das habe ich getan. Nochmal? Nochmal? Jetzt ist es wieder so, wie es vorher war. Alles klar, wie kacke ist das denn bitte? Da habe ich mich hier verdreht. Hä? Jetzt ist es ja wieder komplett zu. Ja, ich fühle mich gerade ein bisschen verarscht von der Komplettlösung, wenn ich ehrlich bin. Bin ich bescheuert? Ich sag dazu jetzt mal nichts. Ich hab's irgendwie verkackt. Hab ich mich vielleicht verdrückt? Egal. Weiter geht's. Kurze Panik gehabt. Ja, und da ist unser erster Endgegner, den wir mit der Schrotflinte platt machen können. Bah! Wir müssen jetzt darauf warten, dass das Vieh einmal den Mund aufmacht. Natürlich. Wie praktisch im Märchen beschrieben. Er macht's doch schon wieder nicht. Wärst du mal so freundlich? Ich glaube, das Vieh kann uns echt mit ein Haps weghauen. Na komm schon. Oh. Macht er überhaupt den Mund auf? Naja. Komm du mal hier rüber. Brüll mich mal an oder so. Aua! Ey! Ja!
Finde ich jetzt ein bisschen doof. Au. Ach komm schon. Bin ich doll verletzt? Ah, ne, geht noch. Alles gut. Warum steht es denn hinter mir? Da hinten ist es. Da hinten steht das Blöde rum. Und freut sich seines Lebens. Schießen wir nochmal. Wo ist es? Ich weiß nicht, wo es ist. Ach, hier. Hi. Uah. Muss ich drauf schießen? Oder... Ich schieße einfach. Okay. Boah! Alter! Was ist nun los? Ich habe nicht gespeichert. Fuck! Jetzt muss ich das ja alles nochmal machen. Boah, ist das kacke. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich beim Endkampf wieder. Bis gleich. So, ich habe das Ganze jetzt normal gespielt und jetzt gehen wir da nochmal runter. Zu dem netten Gesellen. Hey! Ich hoffe, dass ich mich diesmal nicht ganz so blöd anstelle wie gerade eben. Kann ich das überspringen? Ich kann das überspringen. So, bisschen rumballern. Muss das Vieh aggressiv machen. Wuhu. Schön daneben, Harry. In den Arsch, in den Arsch. Ich glaube, das war's. Ja, jetzt wird die Musik ein bisschen anders. Na, bist jetzt aggro? Diesmal haben wir gewonnen. Jawohl. Und die Sirenen ertönen. Es ist super dunkel, ich sehe gar nichts mehr. Oh mein Gott, ein Blackout. Hm? What was that? Who in the hell was that? In the hell? Wo bin ich? Das ist ein Heizkeller? Was geht hier vor? Ich rufe gleich meinen Anwalt. Ich bin fast tot. Jetzt nicht mehr. Und ein Schlüssel. So. Schlüssel mit der Aufschrift K. Gordon. Okay. Und wir hören die Glocken läuten. Wir sind wieder in einer normalen Schule. Ich höre eine Kirchenglocke, vielleicht? Wer läutet die Glocke? Und auf zur Balkan Church. Machen wir doch.
dem größten Vergnügen. Bloß raus aus dieser verfluchten Schule. Okay, einmal durch die Tür. Ist nicht mehr abgeschlossen. Speichere ich nochmal? Ich speichere, wenn wir da sind, an der Schule. An der Schule, sage ich schon. Wenn wir an der Kirche sind, speichere ich. Plötzlich sind alle Türen abgeschlossen. So. Und wieder auf den Straßen unterwegs, wenn es dann lädt. Es ist auch wieder hell. Wie laufen wir denn am besten? Ich guck mal, ob ich die Bradbury Street oder wie immer das auch heißt, hier langlaufen kann. Schub, ist es noch da? Nein! Obwohl, kann ich hier langlaufen? Ah. Lauf mal hier lang. Ich bin ja mal gespannt, wie lange wir im Endeffekt für das Spiel brauchen. Was ist denn? Kann ich da überhaupt lang? Das ist eine Sackgasse. Ja, vielleicht finde ich ja hier was Schönes. Nö! Halt! Die Kameraperspektive war verdächtig. Ich muss gucken. Okay, da kann ich rein. Ach, sag an, bin ich nicht von hier gekommen? Ich habe den Schlüssel von Carl Gordon verwendet. Oh. Sowas nicht geplant, aber okay. Bin instinktiv richtig gelaufen. Wahrscheinlich auch der einzige Weg hierhin. Der Kühlschrank ist leer. Alle Kühlschränke sind... Wow, okay, das ist Ego-Perspektive vom Feinsten. Hier kann man speichern. Nee, speicher, wenn wir da sind, wo ich hin will. Dahin möchte ich auf jeden Fall noch laufen. Kann ich hier rein? Ich find's cool, wie da hinten noch der Schnee so vor sich hin schneit. Ist hier noch was drin? Nö. Okay. Ich bin jetzt da. Ja, dann gehe ich nach... Dann gehe ich hier mal nach rechts, auch wenn es links war. Okay, mache ich nicht. Okay, die Straße ist komplett zu. Da, Toni, komm. Toni, komm. Gib her. Ich möchte aber ganz gerne mein Rohr wieder in die Hand nehmen. Oh Gott, das klingt auch wieder so falsch. Vorhin das mit den Eiern, jetzt das mit den Rohr. Das ist übrigens immer noch derselbe Tag, wo ich euch jetzt alle 3 Stunden aufgenommen habe. Yay! 2 Stunden Zeit Hill, 3 Stunden euch jetzt ein. Ich habe heute 5 Stunden aufgenommen, ja? Lasst mich. Ich darf das. So bin ich vielleicht doch ein bisschen durch, aber hey! Wenn man durch ist, ist man durch, so. Ich möchte doch nur eine Runde beten. Da geht's nicht weiter. Lass mich in Frieden. Gibt's hier vielleicht was im Einsammeln? Nö. Boah. Ein Scheißvieh. Oh, das war eindeutig viel zu spät ausgeholt. Okay, hier kommt uns auch gleich nochmal was entgegen. Oh, Muni. Gib mir den Munition. Ah, es ist immer nur so zäh. Ah, noch eins. Ich bin gerade nicht in Panik. Niemals. Warum hörst du auf zu rennen? Die letzten paar Meter schaffst du noch. Los, come on. No parking. Ich hab doch eh kein Auto. Noch über die Straße, dann sollten wir da sein.
Lalalalala. Ohne nach links und rechts zu schauen. Tralala. So, wo ist der Eingang? Hier eindeutig nicht. Überall diese Monster, ey. Were you ringing that bell? I've been expecting you. It was foretold by gyromancy. What are you talking about? I knew you'd come. You want the girl, right? The girl? You're talking about Cheryl. I see everything. You know something? Tell me. Stay back. Nothing is to be gained from floundering about at random. You must follow the path. The path of the hermit concealed by Flauros. What? What are you talking about? Here, the Flauros, a cage of peace. It can break through the walls of darkness and counteract the wrath of the underworld. These will help you. Make haste to the hospital before it's too late. Wait! Don't go yet! Zwei Sachen zu dieser Cutscene. Erstens, es sieht immer für mich aus, als ob sie ein Kaugummi kaut oder so, so wie sie sich umdreht. Ihr könnt ja mal ein Stück zurückspulen und euch das mal angucken. Es sieht wirklich aus, als ob sie irgendwas im Mund hat und so. Oder kommt jemand schnell hinterschlucken. Und zweitens, ich hoffe, das ist jetzt kein Spoiler. Und wenn doch, dann tut's mir leid. Aber die Person kennen wir schon aus den ersten, aus Origins. Hat sie ihren Namen jetzt gesagt? Nö. Sagen wir es einfach mal so, wir kennen sie. Aus Origins. Falls ihr das Let's Play nicht gesehen habt, ich habe das gespielt. Ihr könnt es auf meinem Kanal sehen. Guck es dir jetzt an. Sofort! Zugbrückenschlüssel. Yay. So, wir gucken uns hier noch in Ruhe um. Das ist ein Tonikum. So, und hier ist sie rausgegangen. Die lässt sich nicht öffnen. Sie muss von der anderen Seite aus abgeschlossen sein. Was ich ein bisschen schade finde. Ich meine, die haben ja hier ihre eigene Religion. Ich finde es ein bisschen schade, dass das Schlosscamp, die Tür kann nicht geöffnet werden, dass hier das eine normale Kirche ist einfach. Also hier auch mit Jesus und so. Das ist ein bisschen, ja, ich weiß nicht. Da ist ein Kerzenständer. Nichts Besonderes. Roher Ständer, alter selber. Ihr wisst, was ich meine, oder? Gut, ich habe jetzt wieder eine Stunde gespielt. Ich werde jetzt speichern. Ich bin ja mal gespannt, wie schnell ich diesmal war. Ich war einfach mal fast eine Stunde schneller als vorher. Gut. Und an dieser Stelle sage ich Dankeschön fürs Zusehen und infiziert fleißig andere Leute weiter. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.